Hallo Leute und schöne Füße zur neuesten Folge von Knietief Linux. Heute machen wir noch einmal ein bisschen weiter in unserem krassen YouTube-Runterhol-Shell-Skript, was wir letzte Woche angefangen haben zu bauen, und machen das noch ein bisschen fescher, und dann ist es euch überlassen, was ihr daraus macht. Es gab schon welche, hat mich sehr gefreut. Auf Twitter hatte der Trümmerer mir das mitgeteilt, dass er hat das Skript genommen und hat daraus fast schon eine Erweiterung für GNOME 40 geschrieben für animierte Hintergrundbilder. Müsst ihr euch reingucken, das ist richtig geil geworden. Ich habe hier gerade leider keinen GNOME, aber Link dazu in der Beschreibung. Das hat mir richtig gut gefallen. Also, wir machen noch ein bisschen weiter. Es gab ein paar Vorschläge in den Kommentaren letztes Mal, und dann gucke ich hier gleich mal in das, was wir bisher haben. Die Schrift müsste jetzt auch ein bisschen größer sein als letztes Mal. Auch ein bisschen klein. Und ich habe letzte Mal einen riesengroßen Fehler gemacht, und das tut mir auch richtig leid. Ich habe hier nämlich diese Eingabevariablen habe ich zweimal vergeben, und das ist verboten. Das macht man einfach nicht. Variablen gibt es immer nur einmal. Und, Eingabe was gleich. Es war Link. Link ist gleich. Und das ist verboten. Deswegen, hier müssen wir schon anfangen, das zu reparieren. Link ist nämlich Link 1. Oh, ne, hier. Das nennen wir Link Wit. Und hier unten ist Link Out. Für Audio runterladen. Und dann müssen wir das hier noch eben anpassen. Link Out. So. Alle, die jetzt überhaupt keinen Plan haben, was hier abgeht, guckt euch bitte das letzte Video an. Sonst rafft ihr überhaupt nichts. Und wenn ihr keinen Bock auf Skripten habt, dann rafft ihr auch nichts. Und dann ist das auch eh scheiße. Also, kurz zusammengefasst, was können wir bis jetzt machen? Wir können mit diesem kleinen Skriptchen kleine Dialogfenster aufploppen lassen, die uns dabei helfen, YouTube-Videos herunterzuladen, also allgemein Online-Videos herunterladen zu können. Denn es funktioniert nicht nur mit YouTube, sondern auch mit anderen Videoplattformen. Tut mir leid, irgendwie kriege ich da immer ganz schmutzige Gedanken. Das ist soweit so gut. Wir können das sogar auch ausprobieren. Ich öffne das. Oh, muss ich hier noch einstellen? Ich habe mir einen neuen Rechner organisiert. Mit einer richtig üblen Grafikkarte. Junge, das geht ab wie die Sau. Und deswegen ist jetzt hier alles neu und frisch. So, bin, bash. Ich wollte mal wieder ohne from scratch mir einen Rechner weiß er wohl. Okay, ich bin schon wieder viel zu schnell. Also, hier ist unser Fenster. Stimmt, der dritte Punkt war hier noch im Weg. Den lasse ich aber drin, weil sonst funktioniert es ja. Und dann kann ich hier mir ein Video runterholen. Und wenn ich da drauf drücke, kann ich einen Link eingeben. Ich habe jetzt keinen Link. Ich nehme jetzt einfach mal knietief.com. Da gibt es zwar keine Videos. So, und er arbeitet dran, du Penner. Und jetzt ist er fertig. Das wollten wir auch noch breiter machen. Ich muss auch noch meinen Hostnamen hier alles anpassen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, okay. Also Fehlermeldung gibt es nicht. Es hat jetzt zwar nicht geklappt, weil da kein Video ist, aber so weit sind wir schon. Wir können ein Video von YouTube uns klauen, wenn wir möchten, mit diesem kleinen Skriptlein. Jetzt war natürlich die Frage, was ist denn, wenn wir überhaupt kein Zenity installiert haben? Zenity sind diese Dialogfenster, die mal auftauchen. Und was ist, wenn wir YouTube DL nicht installiert haben? Dann würde das Skript zumindest im Terminal mit einem Command not found abbrechen, und das wäre es das gewesen. Wenn man das jetzt rein grafisch benutzt, würde man davon gar nichts mitkriegen. Es würde einfach nichts passieren, und dann würde man da sitzen und sagen, oh, das ist ja voll scheiße und Linux ist scheiße und alles ist scheiße und ich hasse alles. So, damit wir das überprüfen, das können wir dem Skript nämlich beibringen, dass er selber überprüft, ob es den ganzen Schissel schon gibt, den er braucht zum Arbeiten. Auch hier gibt es mehrere Lösungswege, wie bei allem, was mit Shell-Skripten zu tun hat. Viele Wege führen da zum Ziel, und das ist auch richtig geil, damit ein bisschen rumzuspielen. Wir verwenden dafür wieder so ein If-Else-Ding, und das haben wir hier uns schon, If-Then, und dann hast du nicht gesehen, und genauso machen wir das auch. Und zwar lautet unser Befehl, jetzt muss ich überlegen, wie war das noch, If. Und dann war es, glaube ich, which. Und mit which können wir gucken, ob es den Begriff Zenity gibt. Ich probiere das hier gleich mal im Terminal aus, damit wir direkt sehen, was passiert, wenn wir das so machen. Wir müssen natürlich if weglassen, sonst sehen wir nicht, was diese eine Zeile macht. If which Zenity. So. Dann gibt er mir hier zurück, ich habe in User Bin Zenity gefunden. Jetzt kann man das natürlich noch weiter treiben. Which. Wir nehmen mal eins, was ich nicht habe. Was habe ich nicht? Penis. So, no penis in
No penis in user logo. Also, mit Witch können wir jetzt nachschauen, ob es das, was wir hinter eingeben, ob es das gibt in den einschlägigen Ordnern, da wo ausführbare Dateien zu erwarten sind, also da wo die Programme praktisch sitzen. Und jetzt können wir ihn fragen, wenn du also Zenity findest und die Ausgabe ist nicht falsch, komme ich gleich noch zu, warum wir das so, wir können das auch anders machen, wenn Zenity, ne, wir machen das so, wir machen das jetzt so, wenn die Ausgabe größer Dev 0 ist, Dev 0 ist so das schwarze Loch, das gibt dann praktisch immer eine 0 aus und sobald der Wert, den er hat, also kein Fehler ist, also nicht, er hat nichts gefunden, sondern größer Dev 0, dann machst du bitte, das machen wir so, dann kommt nämlich die andere Zeile, dann soll er, wir nehmen mal ein Echo Zenity ist. Okay. Man könnte jetzt hier auch so einen Dialog machen, aber das ist total, braucht kein Schwein. Und das Echo ist jetzt eigentlich nur da, damit wir then bedienen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt den else haben, weil else würde ja kommen, wenn er Zenity nicht findet. Und das ist für uns ja super interessant. Und da geben wir dann ein Echo Zenity fehlt. Ich kann so nicht arbeiten. So, natürlich, du Penner. Das muss natürlich wie immer da rein. Und jetzt speichere ich das. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich werde nämlich jetzt hier einen kleinen Fehler einbauen. Und er soll nach Zenity 2 gucken. Und das wird er nicht finden. Und dann wird er, wenn ich das Ganze jetzt im Terminal ausführe, dann wird er mir sagen, SH... Achso, ich bringe das hier mal in die Mitte. SH, DLH und zickzack. Und jetzt sieht man hier, ist trotzdem mein Fenster. Warum ist hier jetzt das Fenster aufgetaucht? Natürlich, weil ich meine If-Anweisung unter den ersten Dialog gesetzt habe. Denn wir erinnern uns, das Skript wird immer von Anfang und dann Zeile für Zeile abgearbeitet. Das darf man nie vergessen. So, jetzt dürfte er aber was sagen, oh, ich habe das Phi noch vergessen. Hinter so einem If-Ding kommt immer Phi, damit das Terminal weiß, If ist hier ist vorbei hier. Deswegen auch If verkehrt rumgeschrieben. Super schlau. So, wo war ich? Hier? Ne, das war noch unser Test. Hier bin ich. Und da gebe ich jetzt nochmal ein. Und jetzt hat er aber gesagt, ich kann, also er hat hier zwar geschrieben, Echo, Zenity fehlt, ich kann so nicht arbeiten, du Penner. Hat das Skript jetzt weiterlaufen lassen, weil ich habe noch etwas vergessen, was wir bei so einer Fehlermeldung immer reinpacken sollten. Wenn das hier unsere Fehlermeldung ist, egal von welchem Skript, und wir möchten, dass das Skript dann hier endet, dann müssen wir ihm natürlich auch sagen, dass hier Schluss ist mit dem Terminal. Und dann sagen wir und Exit 0. So, und jetzt würde er, wenn wir hier an diese Zeile kommen, probieren wir es nochmal aus. Bipapup. Und jetzt ist das Skript hier nach vorbei und er sagt mir, Zenity fehlt, ich kann so nicht arbeiten, du Penner. Das ist natürlich wunderschön. Geil, richtig geil wäre es jetzt natürlich, wenn er noch hingehen würde und wenn er Zenity nicht findet, du Penner, bevor er das beendet, könnte er ja auch einfach hingehen und es für uns installieren. Das wäre doch wirklich ein Träumchen. Und deswegen werden wir jetzt hier noch ein und machen und da schreiben wir jetzt rein, dass er das Terminal öffnen soll und da wir nicht genau wissen, welche Oberfläche benutzt wird. Also es kann ja entweder Konsole sein von KDE, es kann GNOME Terminal sein von GNOME und XFCE. Was es aber immer gibt, also wirklich zu 90% ist immer dabei Xterm. Das ist das ganz einfache Terminal. Und jetzt sagen wir Xterm öffne dich und ein E für Entry. Also das soll praktisch eingegeben werden, wenn sich dieses Terminal öffnet. Und dann sagen wir sudo zipper in minus L, minus Y, Zenity. L und Y könnten wir theoretisch weglassen, aber so würde es gehen. Jetzt kann ich hier dieses Exit 00 wieder wegmachen, denn wenn er Zenity fertig installiert hat, dann kann es ja weitergehen mit unserem Dings und wir sagen speichern. Und es müsste jetzt sogar klappen. Ich starte nochmal das Skript. So, und jetzt geht es gleich los. Bitte, also er hat jetzt den Befehl eingegeben, den ich ihm gesagt habe und ich soll gleich mein Root-Passwort eingeben, damit er das installiert. Und jetzt geht es los, es wird alles gelesen. Jetzt hatte ich das schon installiert, die Meldung ist schnell wieder verschwunden, weil die Installation für ihn fertig war. Und dann läuft mein Skript weiter und er fängt dann hier mit diesem Dialog an. Ist das nicht geil? Guck mal, so schön ist das. So, das Ganze ist jetzt natürlich grober Verlauf. Man kann das Ganze noch viel schöner und viel schicker und alles richtig geil machen. Aber ich glaube, hier ist übrigens auch der Fehler, warum
wir diese drei Dings haben. Hier ist irgendwo ein Leerzeichen falsch. Ich. So. So könnte es klappen. Ich probiere es nochmal. Mit Bash. Passwort für Root. Sanity 2 müssen wir vielleicht unbedingt mal reparieren. Also, das sieht jetzt auch richtig schön aus. Und das Sanity 2 machen wir jetzt weg. Und das ist jetzt ganz normal Sanity. Also, hier ist jetzt unsere Abfrage. Unser kleines Skript geht jetzt hin und schaut nach, gibt es Sanity? Und das gleiche machen wir jetzt nochmal für YouTube DL. Das können wir direkt hinten dran hängen und tauschen hier einfach Sanity gegen YouTube DL. Und dann sagen wir hier das Echo wieder. YouTube DL ist okay. Und YouTube DL fehlt, so kann ich nicht arbeiten, Penner. Und das alles lassen wir hier so stehen. YouTube DL. So. Was man hier in das Echo noch reinschreiben könnte, ist, pass auf, ich öffne jetzt ein Terminal und dann musst du dein Root-Passwort eingeben. Wenn du mir nicht vertraust, dann mach mich zu und installiere es selber, aber dann würde ich auch funktionieren. Und so ist es ja auch. So, also das haben wir dann erledigt. Er überprüft jetzt hier einmal nach Sanity, dann nach YouTube DL und dann geht das Skript so weiter, wie wir das haben wollen. Und dann fangen wir jetzt mal an, etwas herunterzuladen. Ich suche mir jetzt hier ein krasses Video aus. Welches Video soll ich nehmen? Ich weiß schon eins, youtube.com. Nee, ich stimme zu. Ist euch aufgefallen, dass sie bei YouTube in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit schon länger, richtig übel krass die Werbetrommel da rühren? Also da gibt es ja, es wird ja Werbung, es besteht alles nur noch aus Werbung. Das ist richtig assi und die gehen mir permanent auf die Eier, dass ich mir das Premium holen soll. Und es ist einfach unfassbar. Oh. Ich habe ein bisschen Angst, die wollen werden wie Netflix, also dass die von den Zuschauern finanziert werden und nicht mehr von den Werbepartnern. Und dann wird das richtig lustig. Da musst du einmal für YouTube bezahlen und die ganzen Content Creator, die müssen dann pausenlos diese scheiß In-Video-Ads machen und da ihr irgendwelche VPN-Clients verticken. Oh Gott, geht mir das auf die Eier. Okay, anderes Thema. Ich wollte mir jetzt ein Video runterladen. Ja, hoffentlich finde ich das hier. Trümmerer. Animated Wallpaper GNOME 40. Ich werde jetzt mit Absicht dein Video klauen. So, das hat halt übrigens mein Dings als Inspiration dafür genommen. Finde ich richtig geil. Man kann die Ähnlichkeiten, glaube ich, erkennen. Und jetzt kann er hier ein YouTube-Video als Hintergrund setzen. Finde ich fantastisch, was er da gemacht hat. Richtig nice. So, ich muss da einmal schneiden. Mir ist aufgefallen, ich habe ganz viel Hintergrundton gehabt, den ich völlig verrafft habe. Ich habe ihn nämlich selber auf dem Ohr nicht gehabt. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, wenn wir fleißig Videos runterholen wollen, dann ist es natürlich hinderlich, dass unser Skript hergeht und die Videos da speichert, wo sich das Skript auch befindet. Also wenn ich jetzt hier im Ordner Downloads das Skript ausführe, dann würde er das Video hier neben das Skript packen. Deswegen möchten wir natürlich, dass die Videos in einen Ordner landen, den wir vorgeben. Man kann diese ganze Geschichte jetzt natürlich auch wieder wahnsinnig ausbauen und dann wieder so einen Dialog laufen lassen und sagen, such dir hier jetzt einen Ordner aus, wo ich das hinladen soll. Man kann das dann praktisch wie so ein Einstellungspunkt, also das wird dann ausgewählt und dann setzt man den fest und der wird dann wieder zurück ins Skript geschrieben und dann wird das gespeichert. Oder man lässt das Skript sich woanders hinkopieren und dann nochmal starten und dann weiterlaufen und all so ein Schissel kann man alles machen. Aber wir lassen das jetzt erstmal nur, damit man das mal gesehen hat, wie das so allgemein funktioniert. Es ist relativ einfach, man geht hin und setzt eine Variable und wir sagen mal downDir. Ich kenne das ja jetzt schon, ich habe das gerade schon mal gemacht. Also downDir und dann sagt man dem downDir, was sich dahinter verbirgt. Wir wollen haben home ingo downloads und dann soll er hier YouTubes anlegen. Wenn wir jetzt, halt wie Variablen so sind, hier irgendwo downDir eingeben, dann würde das hier ausgespuckt werden. So, ganz wichtig übrigens, den Fehler habe ich gerade gemacht, auch hinter YouTubes muss der Slash, ansonsten wird es nachher schwierig. So, also, diesen Ordner, der muss natürlich angelegt werden, denn wenn das Skript jetzt hergeht und sagt, aha, downDir ist home, ingo downloads YouTubes und wir sagen dann hier unten bei YouTube DL nachher bitte, schieb uns das dahin.
dann würde er den Ordner YouTubes womöglich gar nicht finden. Also hier ist er schon, aber wenn ich den lösche, dann ist er weg. Und das Skript würde dann hier sagen, Moment, den Ordner gibt es nicht, ich kann hier nichts speichern. Tut mir wahnsinnig leid. So, Skript sagt natürlich nicht, tut mir leid, aber egal. Deswegen müssen wir unserem Skript sagen, bitte erstelle auch das Verzeichnis make dir und dann können wir gleich unsere Variable nehmen, down dir. Und jedes Mal, wenn das Skript läuft, wird dann hier der neue Ordner angelegt. In dem Fall Home, Ingo, Downloads, YouTubes und alle sind glücklich und zufrieden. Er würde das natürlich auch nur einmal machen, also wenn das Verzeichnis schon vorhanden ist, dann würde im Terminal entstehen, das Verzeichnis gibt schon, ich mache weiter und es ist alles gut. Also er legt jetzt nicht tausendmal einen Ordner an, sondern wirklich nur einmal den, der hier drin steht. So, was jetzt aber das Problem ist, wenn ich das Skript jetzt weitergebe, dann würde das Skript versuchen, überall den Ordner Home Ingo anzulegen, obwohl es den Benutzer Ingo wahrscheinlich gar nicht gibt. Und das ist natürlich nicht zumutbar, dass die Leute jetzt alle sich ein Heimverzeichnis mit Ingo anlegen. Deswegen können wir hier so eine Systemvariable nehmen, die heißt Home, hat man vielleicht schon mal gesehen. Und wenn man Home eingibt, können wir uns mal hier angucken, $Home, dann ist die Ausgabe Home Ingo. Wenn wir das jetzt als Root machen und sagen $Home, dann ist die Ausgabe Root. Also, das $Home repräsentiert das Heimverzeichnis des angemeldeten Benutzers. Und deswegen steht dann hier Home, Downloads, YouTubes. Und jeder, der dieses Skript ausführt, der würde dann Home, angemeldeter Nutzer, Downloads, YouTubes, würde das nehmen. So, jetzt muss dieser Ordner noch in YouTube DL reingefüttert werden. Und den muss ich wieder abschreiben, weil der ist richtig scheiße. So. Also, der Parameter ist YouTube DL minus O für Output. Dann kommt Gänsefüßchen oben. Unser Down Dir da rein. Also downloade das bitte dahin. Down Dir. Dann geht's los mit Prozent. Klammer auf. Title. Also der Titel des Videos. Dann kommt ein Punkt. Dann kommt Prozent. Klammer auf. Extension. Also wahrscheinlich dann MP4 oder WebM. Was auch immer. Wir können natürlich YouTube DL auch sagen, dass er immer nur MP4 runterladen soll oder immer MKV oder was auch immer man haben will. So ähnlich wie wir das hier bei Audio gemacht haben mit -X Audio Format MP3, ist auch Bit Video. So, dieses Down Dir, schieß mich tot, das kommt auch hier rein. Ist auch das O von eben noch drin. So. Jetzt speichere ich das Ganze und dann sind wir soweit, dass wir Videos in unseren Ordner laden können. So, jetzt muss ich nehme noch mal das Video von Trümmerer. Komm, wir können auch noch ein anderes von Trümmerer nehmen. Das machen wir jetzt mal. So, oh Gott. Ist das hier eine Buchlesung? Linux from scratch. 7 Stunden, 38 Minuten. Ja, Junge. Also, ich nehme noch mal das hier. Übrigens, geht ruhig mal auf seinen Kanal und drückt auf Abonnieren oder wie sagt man so schön, liked das Video. Link des Adresse des Links kopieren. Ich klaue einfach das Video jetzt nochmal, aber diesmal wird das Video ja da landen, wo ich es gerne hätte. Ich öffne das hier nochmal mit Bash. Der Ordner ist schon da. Und gebe hier den Link ein. Und jetzt wird es runtergeladen in den Ordner, in den ich das angeordnet habe. Ist es nicht schön? Ah, herrlich. Skripten macht so viel Spaß. Ich kann es nicht oft genug betonen oder euch dazu ermutigen, das zumindest mal auszuprobieren und so kleine Sachen zu schreiben, die euch das Arbeiten am PC etwas erleichtern. Weil das ist richtig toll, sowas zu basteln und sich da reinzufuchsen. So. Also, ich würde sagen, wir lassen das jetzt so. Es ist genug drin. Es könnte jetzt genug, dass man das Skript weitergäbe und bei GitHub hochlädt und sagt, guck mal, was ich hier für eine krasse Scheiße gebaut habe. Aber ich werde das jetzt bloß irgendwie bei mir hochladen. Ich verlinke das unter dem Video für alle, die damit irgendetwas anfangen können. So, wie dem auch sei. Freunde, das war's von mir. Ich wünsche euch schöne Pfingsten ist jetzt, glaube ich, ne? Und dann sehen wir uns die Tage wieder, wenn es wieder heißt, was soll der Scheiß? Ja.
Also, Freunde, haut rein und bleibt gesund. Tschüssi, Tschüssikowski. Medal off.